Hallöchen Leute, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darksiders. Wir stehen in den letzten Zügen, es fehlt uns nur noch ein Stück der mystischen Armageddons-Klinge. Wir haben es hinbekommen, uns so ziemlich alle legendären Waffenerweiterungen zu holen. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist Kleinkram, den ich nicht unbedingt holen muss. Aber naja. Wie kommen wir an die Kiste? Wie kommen wir an die Kiste? Das ist eine gute Frage. Ist hier vielleicht irgendwas, was uns weiterhelfen könnte? Nein? Mysteriös? Das ist insgesamt irgendwie komisch. Oh. Wir können das Ding verschieben. Wir können das Ding verschieben. Tremorhandschuh, Stufenaufstieg. Yes! Yes! Stirb! Ah! So, jetzt komm her! Komm her! Komm ran! Ja, wir ziehen uns Gesundheit. So läuft das. Weg. So. Und nun zu den wichtigen Dingen. Verschiebe Dinge. Nun, wir verschieben Sachen. Eher gesagt, wir ziehen Sachen. Und dann geben wir uns in ein vollkommen... The last horse finally crosses the finish line. I shall threaten you about the face and ears. Was soll ich denn machen? Weg. Interessant.
Das alles für ein Soldatenartefakt. Ist das euer Ernst? Das erklärt aber immer noch nicht eine Sache. Wie komme ich zu der Kiste? Wie komme ich zu der Kiste? Gute Frage. Ich würde sie einfach auslassen. Ich würde sie dann einfach auslassen. Weil, wenn wir da nicht einfach so rankommen, dann ist das ja auch Käse. Oder etwa nicht. Ich höre hier doch irgendwas krähen. Und epische Kampfmusik. Also ich erwarte noch einiges vor dem Ende. Ich erwarte hier noch einiges. Und das Ganze, das lief nicht so wie geplant, würde ich behaupten. Ich werde jetzt zeigen, wem meine Seele gehört, nämlich mir. Du Elender! Schwachkopf. Okay. Nimm das Auto. Ich hab nichts dagegen, dich einfach mit dem Auto spielen zu lassen. Und dich zu zerdeppern. Das schon mal gar nicht. Wir verstehen uns, oder? Gut. Also ich habe da was erfahren. Wir müssen ja noch mal zu Urfey. Weil er ja der große Schmiedemeistergott ist. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wenn wir mal ehrlich sein wollen. So, dir entreißen wir ein bisschen Zorn. Warum auch nicht? Ich meine, das bietet sich gerade so an. Nimm das! Bam, 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 bam! Oh Gott! Er hat den Hämmerer! Lauft! Flieht, ihr Narren! Und du hast das zum letzten Mal gemacht. Okay. Also, irgendwie kommen wir hier hoch. So viel ist ja schon mal sicher. Aber wo?
Das ist hier die Frage aller Fragen. Also hier ist eine Kiste. So viel dazu, die ist nur in dieser Welt sichtbar. Strange. Strange. Und da ist gar nichts. Okay. Brich ab! Brich ab! So. Da haben wir auf jeden Fall das Stück. Aber wie kommen wir da hin? Aber wie kommt man dahin? Oh, ich sehe schon. Ich sehe es. So, also hier kommen wir weiter. Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal. Und kamen dann am letzten Stück nicht mehr weiter. Oder konnten das letzte Stück halt noch nicht erreichen. Eins von beiden. Weg. Hey, wo bist du? Dann halt nicht. Okay, aber wie kommen wir da hoch? Interessanter Punkt, den ihr da ansprecht. Interessanter Punkt. Hier landen wir nämlich wieder da. Okay, also in die zweite Ebene kommen wir. Ist hier irgendwas Atemberaubendes? Nö. Was wiederum heißt, wir müssen hier hoch. Ist hier irgendwas? Bis jetzt nein. Das ist komisch. Weil warum würden da sonst die Sachen spawnen, wenn es da einfach nichts gibt? Oh. Da gibt's was. Nur nicht so nah über dem Boden, wie so manch einer erwarten würde. Was haben wir hier? Große Rage. Soll ich dir zeigen, wer schwach ist? Ich kann dir zeigen, wer hier schwach ist. Nimm das! Und das! Au!
Ihr seid nach allem, nach allen Gegnern, die wir hatten, immer noch die, die am nervigsten sind. Ja, da ist was. Das ist auf jeden Fall. Ihr phasenverschobenen Hexen! Jetzt ergibt die ganze Sache auch Sinn. Lasst sich mal kurz zerreißen. So. Her damit. That's it. The last piece of that accursed blade. Now, get back to Ulthane and finish this business. Ich geb dir gleich Stücke zu Ulthane bringen. Da ist doch ein Komet. Irgendwas passiert doch noch. Erzähl mir nichts. Spiel das Spiel lang genug. Ich weiß, wenn ich angelogen werde. Und so sicher, wie ich das weiß, weiß ich auch, wir haben alle Soldatenartefakte. Wir haben fast alle Waffenerweiterungen. Wir haben noch zwei leere Gefäße, aber... Insgesamt... Die Zeichen stehen auf Ende. Hey, Vargrim, willst du noch so ein Ding? Oh, wir kriegen ein Lebenssteinstück. Interessant. Du hast einen Zornkern einfach so im Angebot. Interessant. Luftzenzenklinge. Gib mir noch zwei Lebensessenzen. Und das war's, oder? Mehr können wir momentan nicht kaufen. Wir lernen. Ich meine, da vorne ist noch wer. Zum Beispiel dich. Kann ich mal eben auseinandernehmen. Aber ansonsten, ich weiß ja nicht viele Dinge über das Spiel, weil ich mich bewusst nicht so wirklich spoilern wollte. Aber ich weiß, dass wir einen klitzekleinen Blick auf einen anderen Reiter erhaschen dürften. Ambosfurt? Ja, bitte. Bring mich zur Ambossfurt. Vielleicht werde ich dann endlich diesen dämlichen Parasiten los. Moment. Momentchen. Hier ist doch was. Seh's genau. Ein weiterer Zornkern. Wenn das kein Zufall ist. Danke. Genau da wollte ich hin. Genau da wollte ich doch hin. Okay. Okay. Das sind auch so Sachen, da müssen wir wahrscheinlich nochmal überall hingehen. Hätte ich wenig Bock drauf. Um ehrlich zu sein. Hätte ich wenig Bock drauf.
noch mal überall hinzulaufen. Die Ambossfurt. So. Hey, Vögelchen. Weg. Danke, dass ich mein Leben erfrischen durfte. Seid echt nette Kerle. Momentche. Ah. So viel Zeit muss sein. Ah, okay. Moment. Also wir gehen jetzt hier durch. Hi. So. Bringen Sie die Stücke zu Urfain. Ja, das wollen wir aber noch nicht machen. Ihr habt eine Kiste gesehen. Ich sehe die Kiste. Take the broken sword to Urfain. He'll help you, or you'll forge a sword on his face. Halt's Maul. Weißt du, was ich langsam nicht mehr hören kann, mein Freund? Alles von dir. Du gehst mir einfach auf den Piss. Also, es ist nicht böse gemeint, Betrachter, aber... Ja, du gehst mir auf den Keks. Okay, eine Lebenskiste. Haben wir hier sonst noch was? Ja, eine andere Kiste. Oh, da hinten hätten wir noch eine Kiste. Kommen wir hier denn überhaupt weiter? Ich glaube nämlich nicht. Weil wir da nicht rüberkommen. Okay. Das könnte komplex werden. Wenn wir da noch Sachen haben wollen. Würde ich mal so behaupten, weil wir nicht mehr alles betreten können, richtig? Also, dass wir hier rüberkommen, ist klar. So, dann haben wir da hinten noch zwei Kisten. Ja, ich würde noch gerne sehen, was es mit denen auf sich hat. Ja, und zwar, wenn wir hier reingehen. Ja, dann kommen wir von hinten an die ganze Sache. So viel ist klar. Dann... rennen wir mal kurz hier runter. Okay, dann müssen wir weitergehen. Weiter, weiter, weiter. Oh, ich sehe es. Ich sehe es. Das wollen wir noch unbedingt haben. Weg mit dir! I shall thrust you about the face and ears. Äh?
Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was er eigentlich von uns will. Ups. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was er eigentlich von uns will. Aber ich weiß, was hier ist. Etwas, das ich haben muss. Ja. Oh ja. Und dann haben wir nur noch eine einzige Kiste. Oh, das können wir auch noch mal kurz machen, ne? Würde ich behaupten, dass wir das doch eben können. Kiste. Befindet sich hier? Nee. Hier, oder? Hier ist noch eine Kiste, richtig? Ja, ich sehe sie. Wird auch eine Lebenskiste sein. Ja, so langsam kennt man seine Pappenheimer. So langsam kenne ich meine Pappenheimer. Ich weiß, dass wir die nicht alle brauchen. Aber jetzt? Jetzt haben wir sie. Dann würde ich sagen, bring mich zu einem Punkt, wo ich speichern kann. Wir haben schon wieder 3800 Seelen. Wie ist das denn? Was ist das denn hier? Mich würde interessieren, wie sieht es im New Game Plus aus? Was nehmen wir mit? Ich weiß, dass wir die Abgrundrüstung mitnehmen. So viel dazu. Wo sollen wir jetzt überhaupt hin? Wir sollen doch zu Ulfane, oder? Und mit ihm reden. Sehe ich das richtig? Und wenn ja, warum ist er dann nicht so richtig gemarkert? Speichern wir denn, wenn wir zu Ulfane gehen? Oder wie sieht das aus? Weil ich würde jetzt echt gerne speichern und aufhören. Also wenn ich ein Speichersymbol hätte. Ich will niemanden drängen, aber so ein Speichersymbol. Ich hätte echt gern eins. Das ist das einzig Negative. Also das wirklich größte Negative. Dass man doppelt speichern muss. Dass man doppelt speichern muss. Hey, Valgrim, Valgrim, Valgrim. Duftsensenklinge, Steinhaus. Harpunangriff, Kreissäge, Kraftschlag, Teufelskranz. Block gegen, wie mache ich den denn? Keine Ahnung. Dann Tremorschlag, Tremorschlag. Geht zum Überschwemmen. Passt, das sollte doch speichern, oder? Ich meine, wir haben eine Cutscene. Ist mir egal, wir laufen jetzt noch eben zum überschwemmten Pass. Und dann war's das aber. Weil dann sollten wir gespeichert haben, dann laufen wir halt beim nächsten Mal zurück. Ist mir Wumpe. Können wir machen. Das ist kein Akt. Aber ich will halt dieses Weltspeichersymbol. Außerdem ist hier doch auch noch was zu holen. Spielspeicher. Der glühende Galgenturm. Nee. 1833, ne?
Ja. Okay, wie lange spielen wir denn schon? 19 Stunden, Alter. 19 Stunden. Krass. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlichst fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also, haut rein, bis dann und ciao.